So, hi liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Last of Us Part 2. Ja, wir sind ja hier gerade in einem Haus, wie man sieht, in einer Wohnung. Und kurz erklärt, wir waren im letzten Video ja in der WLF oder wie sie heißen, Wolf Basis da in dem komischen Hotel. Und haben da zwei von Joels Mördern gekriegt. Einen hat der Tommy platt gemacht. Den anderen haben wir. Also Ellie platt gemacht. Kurz nachdem wir aber gefangen worden sind, nachdem sie Schimmer die Beine weggeballert haben mit irgendeinem Sprengsatz. Dann wurden wir kurz gefangen genommen, zack, bumm, haben uns befreit, durch die Menge geschossen, ein paar Leute platt gemacht und dann war Ruhe. Mhm. 167? Moin. Muss ich das sein? Da ist aber nur 37. Okay, sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu dem. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan, Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns Lea. Holen wir uns Lea. King. Kingsschläger. Alles klar? Ja. Alles zugewuchert. Ich dachte schon, dass das aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Nein. Da sagen wir. Halt die Augen nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an 2 vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus. Und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Dass die einfach so angegriffen haben. Wenn wir brauchbare Infos hätten. Scheint ihnen alles egal zu sein. Ich würde sagen, die töten lieber. Aber gut, dafür habe ich sie kalt gemacht. Basinga, Bitch. Sagt man da nur. Mein Gott, ist das groß hier. Oh, kann ich rein? Nicht überhaupt. Auch halt.
Du musst die Karte rausholen. Hallo. Ellie, was ist denn jetzt hier noch? Warum nimmt ihr jetzt die Karte nicht mehr? Ich frage mich, ob in diesen Gebäuden noch irgendwas. Noch eine Karte. Schön. Kinnert. Isk. Isk. Da haben wir das mit dem ESQ. Kinnert. ESQ. Echter Wald. Georgina Kinnert. D1-80, Musiker 40, Society of Champions, so Helen Kinnert. Von ihren Freunden Georgie genannt, ist eine brillante Anwältin, die mit Rechtsstaat fest verbunden ist. Sie ist die bekannteste Verteidigerin für Helden, die der Fairlässigkeit exzessiver Gewaltanwendung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Gefährdung angeklagt werden. Ihr Ruf brachte jede Menge ungewaltsamer Gewalt mit sich. Aber die meisten Kontrahenten sind klug genug, sie ungestörte Gerechtigkeit nachgehen zu lassen. Dafür sorgen schon ihre schwarze Gürtel in Aikido und die gesamte Sword of Champions in der Kurzwahl ihres Handys. Heldin. Ja, das ist ein Game und Nehmen, ne? Die Box hier raus. Und die Society of Champions hilft dir. Okay, cool. So, das war das Erdgeschoss. Ich kann gar nicht, doch, ich kann aber irgendwo eine Treppe gehen und ich kann auch nicht hoch. Oh. Aber soll ich denn die Karte nicht mehr? Steht auch irgendwo, wo ich bin. Also bringt mir die Karte hier gar nichts. Gut, dann machen wir eigen. Etwas beschäftigt mich. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Dumm. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Danke, Elif. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Oh, da komme ich so nicht rein. Wie hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. Lea. War sie die... war sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um... Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Ja, klar, man will ja wissen, warum die Joel gekillt haben. Hat hier irgendeinen Grund. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Achso, wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat.
Dina, frisches Blut. Bereit. Herz rast. Meins auch. Cool. Welche Computerspiele? Kann man immer gebrauchen. Dass mal Spiegel funktionieren oder heile sind in Spielen. Ja gut, die wissen aber auch welche, aber kann ich mir nicht an durchgehen. Oh, ein Brief. Chevy. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf den Patrouillen betrunken. Geil. Das war so ein beschissener Posten. Keine Infizierten, keines Gas, die hinterste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps, also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir talken gerade durch den Lebensmittelladen, als uns dieser Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass es mir leid tut. Ich habe versucht zu retten. Zeigt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Chevy. Ja, selber schuld, wenn man sich besäuft. Gut, wahrscheinlich will ich auch nicht anders machen, aber. Meine große Familie. Ich brauche Munition. Oh, Alkohol wieder auch. Ja, gut. Gut, dass ich hier nochmal reingelaufen bin. Habe ich von da nämlich gerade gar nicht gesehen. Pool. Was ist da? Parasol. Vegetation, your location, welche? Ja. Da ist der Pool. Wow. Haben sie sogar in der Legende blau gemacht. Lawn, Tile, Grill. Und Building. Ah. Gebäude sind grau. Okay, wobei sie hier so blau-braun. Was ist jetzt gemacht? Da hat die so ein Fenster gesprungen. Jetzt immer mal laufen, ey. Und die Schimmer platt gemacht haben. Sag mal, ich will immer Schimmel sagen. Okay, wir essen. Ach, geh doch mal. Oh, die Geil. Ja, ich wollte gerade sagen, geh mal ins Erdgeschoss. Und da kann ich auch noch hoch. Was hast du damit vor? Steckt fest. Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben.
Und was willst du jetzt damit tun? Nicht so gesehen, aber erstmal gehe ich hier in die kleinen Motelzimmer. Okay, das ist eine Waschküche. Ja, kann ich mir einen Molotow nur bauen. Alles durchsuchen. Gut, Alkohol. Ja, gut, kann man mal gebrauchen, aber. Ah! Rockefeller. Hier ist sogar ein Stein. Echter Name: Norman Striker. Intelligenz 60, Muskelkraft 100. Society of Champions, auch so nett, sondern hell. Die Krönung des Schaffens des Immobilien- und Baulöwen Norman Striker war das Spark-Hauptquartier. Sowohl der Sichtweite als auch der riesige unterirdische Laborkomplex. Doch als er nur ein geheimen Experiment hineinstolperte, versuchte Lauren Foucault, ihn per Baugrubelsprengung loszuwerden. Oh geil. Nett. Als es das Seite der Champions nicht gelang, Striker aus dem Schutz zu ziehen, machte Dr. Stam die Steine zu einem Teil von ihm. Rockefeller ist jetzt von Kopf bis Fuß durch eine Steinrüstung geschützt und hat sich zum Ziel gesetzt, das Parkhauptquartier Stück für Stück auseinanderzunehmen und erkennt es besser als jeder andere neutraler Held. Okay, cool. Hab ich mal gesehen, was da noch auf der Tür ist. Ach. War denn da hinten irgendwas? Könnten wir am besten mal in die Tonne da hinstellen und dann mal gucken, was hier nicht. Hey, sieh dir das an. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärwerk abging. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch, dann Fedra, dann die Wolves. Ich frag mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gute Frage. Ach, wie war ich da schon? Ich wollte jetzt, warte mal, hier. In den Bau rein. Da kann ich drüber klettern. Bin gleich zurück. Ich halte Wache. Danke. Cooles Bild. Oh, eine Tafel ist noch. Alle haben riesen Flachbildschirme, ja. Kleinen gebe ich nicht mehr. Ich glaube, also Last of Us 1 hatten nur noch diese kleinen Fernseher. Diese Röhrendinger. Oh. Ein Zettel. Wiff. 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 Letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten doch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle, die in dieser Stadt das Sagen haben. Aber das stimmt. Richtig oldschool, so mit Briefe schreiben. Und da ist irgendwas vor. Okay.
Zwei Frauen auf dem Fahrrad. Electropop. Ein BMX fahren. Und ein Hund. Ein kleiner Furzhund. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile ich mittlerweile habe schon, ey. Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Springfallen. Ha. Sehr schön gemacht. Nice. Springfallen. Ist das Spiel kaputt? Ich glaube, ich laufe viel zu schnell hier durch. Hier. Hat es sich gelohnt? Ja. Gute Ausbeute. Kein Tipp, Mann. So. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Einfach hinlaufen, auf gut Glück, und dann mal gucken, wo wir landen. Oh, hier ist eine gute Deckungsposition. Groß. Schade. Ach, da käme ich rein. Nee. So, nichts. Ein komischer grauer Platz. Wo war die denn? Da oben. Gar nicht gesehen. Echt nicht gesehen. Da oben. Da oben zwei. Was merkt ihr da unten? Ach so. Schlau. Was hat die vor? Ich habe denn hier keine Leute gesehen, die gerade da stand.
Einer wird mir angezeigt, die anderen zwei dann nicht. Das ist ja nur eine Brechstange. Zack! Alter, ist schon hart, brutal, wa? Welche übrig? Glaub nicht. Glaub nicht. Lach sogar. Erkennst du einen von denen? Nein. Tja. Mann, diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Moos? Ja. Hoffentlich nicht. Ich denke aber wohl. Oh, eine Wäscherei. Oh, ja, cool. Ah, diese Kackmückenstiche, ne? Save money with our services loyalty club. Cool. Was ist denn jetzt los hier? Eine Taube. Ist da weh jemand auch. Ups. Wollt ihr den eigentlich boxen da? Der schlage 25 Scheiben. Nein, keine Ahnung. Ich hau jetzt den Teddy hier. Egal. Bam! Bisschen randalieren. Oh, ein Spielzeugland. Ist hier irgendwas? Nur Halloween-Zeug. Oh, oh, Movie-Zone. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Nancy's. Am Witzig sieht aus wie der Onkel von Adams Family. So ein bisschen, außer. Weiß nicht, weiß gar nicht, wie er heißt. Onkel Fred, Onkel Ed. Frank. Ich weiß nicht. Alter, Taube! Geh mal vom Balkon runter. Das sieht gerade richtig aus, die Taube, ey. Macht so Bock eigentlich so ein bisschen. Okay. Bisschen Bock macht, muss ich sagen. Ich hab fast gesehen da. Ich hab so eine Leiter nach oben.
Soll ich da auch hin? Na, wahrscheinlich nicht. Obwohl. Sieht mir so eine Klappleiter aus. Vielleicht kommt, ah, kommst du aber nicht wahrscheinlich. Ah, nö. Das ist natürlich jetzt doof. Obwohl, warte. Nee, da kommt der nicht hoch. Doof. Das sieht mir nicht so eine Klappleiter aus. Aber ich kann mich auch täuschen, dass ich da so nicht hin kann. Ich weiß aber nicht. So eine Grütze. Das sieht mich, das ist halt nicht so, aber da. Da gibt es ja noch so eine Mülltonne, die ich ziehen kann. Ich hab verpennt, ey. Kratz mich wohl ein bisschen an. Das ist wirklich riesig hier, ey. Noch eine Tankstelle. Tankstelle, ist doch bestimmt nur eine Mülltonne. Hey, du sollst Auto randalieren. Kommt aber niemand. Da wird es wahrscheinlich richtig viele Teile geben. Warum jetzt so? Wegbank! Wahrscheinlich irgendwie so 300 Teile oder? 192, schade. Komm, wir bauen, machen die jetzt erstmal komplett. Hab ich recht? Wir sehen auch wieder gleich aus.
war ja wieder was. Bei mir im Spiel richtig schlecht, ey. Siehst du noch mehr? Nein. Hat ja wohl gereicht. Du warst gut drauf. Wie viele haben die dir hinterhergeschickt? Zu viele. Ja, sehr viele, muss man sagen. Ich habe 92 Teile. Da war schon mal was hier. 40 und 50. Da war diese. 50, 50, 80. Da war diese. Einmal die 40er, hoffe mal. Gut, ich brauche trotzdem Munition, ey. 50 Mal daneben geschossen, ey. Richtig dumm. Richtig dumm. Oh, ein Zettel hier. Ne, Lappen. Haben wir alles geflutet hier? Und hier gibt einfach nichts. Toll. Frauenklo wieder. Geil, genau, was wir gemacht. Das. Für nichts mehr. Die Flasche habe ich ja. Da war irgendwas. Da war ja schon. Sicher. Naja, so liebe Leute, ich muss sagen, ich bin noch mal in das Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Und mich kurz halt, warum dass ich da jetzt nicht hin kann, ne? Da oben. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch zurück kann. Ich glaube nicht. Vielleicht ist da ja auch gar nichts. Aber ich kann es jetzt eh nicht ändern. Ja, gucken wir noch ein bisschen hier durch. Warum sie die Karte nicht mehr öffnen, weiß ich auch nicht. Na gut, vielleicht weil es aber nichts bringt. Stimmt, glaube ich im letzten Video so schon gesagt. Und du warst Anfang dieses Videos. Ich weiß es nicht. Was sind hier unten? Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann sag ich mir gerne das nächste Mal mit dabei. Ich würde mich echt gut mit selber freuen und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit Öl.